Daniela Musiol von den Grünen ist am Wort. Vertrauen in die Politik, Ansehen dieses Hauses. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das sind ja Diskussionen, die wir seit Wochen, Monaten in der Öffentlichkeit führen, immer im Zusammenhang mit Veränderungen unserer Demokratie. Aber das, was Sie heute hier geboten haben, dient sicher nicht, weder dem Ansehen der Politik was beizutragen, noch das Vertrauen in die Politik hier wiederherzustellen. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Sie hätten heute die Chance gehabt, hier auf Basis von Sachargumenten, auf Basis eines Berichts, der 680 Seiten Fakten beinhaltet, hier eine ernsthafte Diskussion über Korruptionsbekämpfung in Österreich zu führen. Und mit Ausnahme der Justizministerin, die ich hier jetzt auch noch einmal besonders hervorheben möchte, nämlich ihre Anfragebeantwortung. Es ist zwar traurig, dass man eine ernsthafte Anfragebeantwortung besonders hervorheben muss, weil das müsste eigentlich Standard sein. Aber Sie haben zumindest hier gezeigt, dass es auch anders möglich ist. Alle anderen Vorrednerinnen aller vier anderen Fraktionen haben, anstatt hier Sachargumente zu bringen, sich in irgendwelchen Motivenforschungen, gegenseitigen Anpatzungen, gegenseitigen Vorwürfen von Mandatsraum, über sonstigen Geschichten, Motivenforschung, wer denn was warum gemacht hat, hier ergangen, um abzulenken von dem, was sie eigentlich mit dem Abtrennen dieses Untersuchungsausschusses gemacht haben, nämlich zu vertuschen, was sie in ihren eigenen Reihen zu vertuschen haben. Und wir machen hier einfach ganz klar nicht mit, und das haben wir unter anderem mit diesem Bericht gezeigt. Und die Spitze dieser Ablenkung war die Wortmeldung von Frau Abgeordneter Damandl. Und Herr Präsident, ich verstehe nicht, warum Sie hier keinen Ordnungsruf erlassen haben. Sie hat einen ganz klaren Tiervergleich gebracht und sie hat hier in menschenwürdiger und verachtender Art und Weise das fortgesetzt, was schon vor Wochen von allen anderen vier Fraktionen hier versucht wurde, nämlich unsere Untersuchungsausschussvorsitzende Gabriela Moser hier anzupatzen und hier an der Hetze weiter, indem sie als kalt bezeichnen und denen sie ihr unterstellen, dass sie sich gegen den Kollegen Pilz nicht wehren kann, patzen sie sie an. Und das haben sie vor Wochen gemacht und das machen sie jetzt wieder. Und das ist das Spannende an dieser Geschichte. Es sagen zwar FPÖ und BZÖ, skandalisieren das Abdrehen dieses Ausschusses. Aber Sie selber haben dazu beigetragen, dass dieser Ausschuss abgedreht worden ist. Nicht nur die Regierungsparteien, nämlich auch FPÖ und BZÖ. Ich bin in diesem Untersuchungsausschuss gesessen und ich bin auch in dieser Fraktionsführerbesprechung gesessen, wo Sie ganz klar da mitgemacht haben, die Vorsitzende, die hier tadellose Arbeit geleistet haben, hier anzupatzen. Und das war der Beginn des Endes dieser Ausschuss. Sie brauchen sich jetzt nicht immer so drehen und so zu tun, als hätten Sie damit nichts zu tun. Und Sie alle wissen, Aufklärung, Kontrolle ist die Grundlage für die Demokratie. Und wenn Sie hier so weitermachen, dann brauchen Sie überhaupt nicht über Demokratiereformen, über Wahlrechtsreformen, über direkte Demokratie diskutieren. Dann werden Sie das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Arbeit nicht zurückgewinnen. Wir bleiben dran und wir versprechen Ihnen, wir lassen Sie auch nicht aus. Applaus